Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video, bei dem ersten normalen Video nach dem Daily Vlog, den unglaublich langen Daily Vlog, der eineinhalb Wochen ging. Aber egal, starten wir jetzt direkt mal mit dem Video. Heute soll es um eine Sache gehen, die ich euch vor ein paar Videos schon mal gezeigt habe. Da habe ich sie zusammen mit euch ausgepackt und zwar um den Gorillapod. Alle haben immer von dem Gorillapod gesprochen und ich wollte dann einen finden und habe irgendwie nie so wirklich jetzt den Gorillapod gefunden, sondern die Produktpalette war so riesig. Sie haben es verbessert, dass man es jetzt ein bisschen verstehen kann. Deswegen habe ich mir im Endeffekt auch einen geholt. Ja, aber komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber im Endeffekt scrollst du immer noch durch die Seite durch und dann ist da 1K, 3K, 3K Pro, Filmer Edition, Fotografen Edition gibt es glaube ich gar nicht. Dann noch Handystative, flexible Stative, feste Stative, flexible Handystative, flexible Kamerastative, DSLR, DSLM. Die Firma macht sich wirklich ein bisschen selber schwer. Und dazu kam dann noch die Sache, dass viele gesagt haben, dass sie wirklich nicht so, ja, für den Preis einfach, das ist einfach nicht wert für den Preis, weil die schnell kaputt gehen können, die brechen oder leiern aus. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, Alternativen zu kaufen. Die erste Alternative, okay, das hat noch nicht so viel mit Gorillapod zu tun, allerdings die erste Alternative waren das hier. Und sowas kommt dabei raus, wenn ihr bei Wish nach Gorillapod sucht, da kommt das hier. Ihr könnt ja mal die Größe vergleichen und da seht ihr schon, na, optisch vielleicht was mit Gorillapod zu tun, aber von der Größe her jetzt nicht so wirklich. Als zweite Alternative kam dann das hier, das war eher so fürs Handy gedacht, so während dem Urlaub. Dafür hat es auch gut gehalten. Problem ist, ihr seht hier vorne sind so zwei kleine Nöppels dran, so, ne? Und wenn ihr die drückt, kommt das direkt einfach hier raus. Und wenn ihr nur ein bisschen falsch rankommt oder das nicht richtig dran macht, dann habt ihr nur einen Nöppel drin, ne? Und dann kann es schnell mal sein, dass einfach so, boop, oh, jetzt hakt es ein bisschen fest, okay, mit ein bisschen Gewicht dann, ne? Und dann seht ihr hier drinnen, das ist relativ, ja, unstabil gemacht, aber dafür soll es auch gar nicht sein. Eher nur so für Handys und dafür hat es ganz gut funktioniert. Als ich dann auf die A7 III umgestiegen bin, musste irgendwas Neues her, wo ich jetzt sage, okay, das kann ein bisschen was aushalten. Bin ich natürlich wieder zurück auf Gorillapod gegangen, dachte mir, okay, besorgst du dir doch ein. Habe aber einfach nicht durchgeblickt, habe zu viele negative Sachen gelesen. Dann bin ich auf dieses schicke Ding gekommen. Und zwar auf den Photo Pro UFO 2 und war wirklich sehr davon überzeugt. Habe euch ein paar Videos gezeigt, dass ich gesagt habe, ja, die Leute, die das gesagt haben, hatten wirklich recht. Man braucht nicht einen Gorillapod, man kann auch sowas hier benutzen. Bis irgendwann die Nachteile davon auch zu Tage kamen, dass wirklich die Leute, die gesagt haben, Gorillapod ist scheiße, weil die zu schnell ausleiern oder so, das auch nicht lange genug getestet haben. Deshalb habe ich mich relativ zurückgehalten, habe nie so wirklich einen Test darüber gemacht, dass ich sage, ihr müsst unbedingt dieses Ding hier kaufen und kein Gorillapod, weil das Ding wirklich schon Nachteile hat, die wirklich sehr derbe sind. Denn das hier leiert auch aus. Es hat zwar keine Gelenke wie der Gorillapod, was viele Leute sagen, hier mit diesen einzelnen Gelenken, die ausleihen können. Allerdings ist das komplett flexibel, was die Leute gesagt haben, was gut ist. Das leiert aber genauso aus. Und wie ihr seht, sehr stark leiert das aus. Also da eine Kamera drauf zu machen, geht nicht mehr. Also jedenfalls nicht die A7 III mit einem etwas schwereren oder normalen Objektiv. Die A7 III mit einem normalen Objektiv geht nicht. Jetzt wird aber dieses Ding hier für DSLR auch beworben. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, was ich erst vor kurzem herausgefunden habe. Ich dachte, UFO Pro wäre dann auch die Marke, die das auch wirklich original herstellt. Jetzt habe ich aber noch ein Lammkuh gefunden, was genauso aussieht. Die Firma, eine Lammkuh, komischer Name. Aber auch viele Leute in YouTube-Videos reden über Lammkuh und das ist genau das gleiche Stativ. Und sobald ihr merkt, dass das gleiche Produkt mit verschiedenen Brandings auftaucht, müssen bei euch die Alarmglocken angehen und sagen, okay, das kann wahrscheinlich nicht die perfekte Qualität sein. Es kann auch was anderes hinterstecken, will jetzt nicht pauschal sagen, dass es immer Kacke sein muss, aber dann müssen bei euch die Alarmglocken angehen und sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Hersteller, der einfach für verschiedene Firmen herstellt und alles der Einheitspreis ist. Müsst ihr jetzt entscheiden, ob es für euch das wert ist. Das Problem jetzt aber dabei wiederum war, dass UFO Pro dafür geworben hat, DSLR-Kameras dafür benutzen zu können. Wenn es jetzt aber darum geht, DSLR oder DSLM-Kameras, wie jetzt die A7 III, auf so ein Stativ zu machen? Nein, bitte macht das nicht. Der größte Kritikpunkt ist schon, womit ich hier die ganze Zeit rumspiele, aber nicht bewusst oder gewollt, ist dieses Gelenk hier oben drinne. Und das ist das Gelenk des Todes. Was viele Leute sagen, was doof ist, dass diese Kugelgelenke hier überall drinne sind, ne? Und das als Vorteil sehen, dass hier so ein Gelenk ist mit so einem flexiblen Arm hier, ist der größte Nachteil. Vielleicht ist es dafür cool, um wirklich perfekt irgendwas drumwinden oder das Stativ irgendwo drumwinden zu können, aber nicht für wirkliche Stabilität beim Film. Und dann fängt es dabei an, wie zum Beispiel Sachen, wenn ihr das irgendwo hinstellt, wo es nicht ganz
feststeht, wie zum Beispiel auf dem Schreibtisch, und dann euch an den Schreibtisch anlehnt, fängt es schon an zu wackeln. Und wenn es ein bisschen frontlastig ist, wie mit zum Beispiel jetzt mit so einem 24-70 Objektiv, dann fällt das direkt hin. Sagt der eine oder andere, dafür ist es auch nicht gemacht, aber dafür wurde es beworben. Deshalb sage ich, doch, dann wurde es ja doch dafür gemacht oder wird gesagt, dass dafür gemacht wurde. Also kann ich davon nur abraten. Jetzt kommt aber noch die Sache dazu, wo ich sage, dass ihr nicht einfach nur bedenkenlos einfach bei Joby Gorillapod zugreifen sollt, weil die Produktpalette ist immer noch so katastrophal, dass ich wirklich im Endeffekt gemerkt habe, den 3K Gorillapod, den ich immer in Videos gesehen habe, das war ja die Pro-Variante und ich habe mir die Nicht-Pro-Variante gekauft. Und die Nicht-Pro-Variante hat den entscheidenden Nachteil, dass dieser Ballhead hier oben drauf, ich kann es euch mal zeigen, mit so einem kleinen Ding, hier nur gesichert ist, beziehungsweise nicht der Ballhead, sondern die Switchplate da drauf und einfach nur so rauskommt, wenn ihr dieses kleine Ding hier drückt. Und da kommt man schneller dran, als es euch jemals lieb ist. Und die Pro-Variante hat eine Acra Swiss-Platte darauf mit so Schraubgewinde und sowas, alles richtig schön fest. Ist ein bisschen unflexibler, sag ich mal, als so ein einfaches Ding hier, aber ihr seht, zack, und raus ist das Ding. Und dann ist die Kamera so schnell auf dem Boden. Ist natürlich auch mein Fehler, dass ich mich nicht richtig informiert habe. Aber ich war halt so sauer über dieses Ding, weil das so schnell runterrutscht, dass ich wirklich gesagt habe, ja, ich muss jetzt einfach direkt einen haben. Ja, und dann bin ich dabei gelandet und dachte mir jetzt im Endeffekt, ist jetzt nicht so schlimm, es ist immer noch besser als dieses hier, weil das hat noch nicht mal hier irgendwas anderes. Was noch dazu kommt, ihr könnt ja hier mal sehen, wie flüssig dieser Ballhead hier funktioniert. Ah, das ist schon fast ein Traum. Und wenn ihr das hier vorne seht, das habe ich in einem anderen Video auch gesagt, ihr habt hier so eine kleine Schraube, die ihr festdrehen könnt oder müsst. Jetzt kommt aber die Sache, zeige ich euch mal mit einer Kamera oben drauf. Ja, ihr seht jetzt hier diesen Kugelkopf, so genau, und den muss ich jetzt festdrehen, damit sich das nicht bewegt. Jetzt kommt aber die Sache, jetzt die komplett fest, die Schraube, damit nicht sowas passiert, wenn ihr hier vloggt und dann wirklich so macht und dann wollt ihr mal schnell bewegen. Ich kann es ja mal ein bisschen lockerer machen. Dann macht ihr so und dann bewegt sie, wow, ne? Und dann geht das schneller, als ihr denken könnt. So, jetzt macht ihr das komplett fest, um zu sagen, okay, ich muss es jetzt komplett festmachen. Ihr dreht das so richtig fest, so fest wie ihr könnt, damit sich es auf gar keinen Fall mehr bewegt. Jetzt kommt aber die Sache, das passt nicht so ganz, ich muss noch was umstellen. Ihr stellt das irgendwo hin und dann wollt ihr so kleine Adjustments machen. Ihr wollt wirklich, und dann habt ihr immer so, ne? Weil das einfach zu fest ist. Zu fest, aber gleichzeitig sich trotzdem bewegt, wenn ihr ein bisschen mehr Action macht. Und da kommt natürlich Gorillapod perfekt ins Spiel mit so einer kleinen Schraube. Ihr macht das so, adjusted, zack, dran, fertig, Punkt, aus. Einfacher geht es einfach nicht mehr. Was ist jetzt also mein Fazit bei der ganzen Sache? Ich würde sagen, informiert euch richtig und je nachdem, was für einen Einsatzzweck ihr habt, habt ihr auch verschiedene Ansprüche, sag ich mal, ne? Also ich würde sagen, wenn ihr wirklich mit einer DSLR filmt oder mit einer DSLM, dann kommt sowas hier nicht in Frage, ne? UFO Pro, warte, jetzt habe ich das falsch an die Seite gelegt. UFO Pro hier kommt nicht in Frage, auch dieses Lamku oder wie auch immer das heißt, Lamaku, Lamajun, keine Ahnung, kommt dann nicht in Frage. Das hat schon seine Daseinsberechtigung, es funktioniert doch irgendwie. Ich kann mir auch vorstellen, dass mit einer noch leichteren Kamera schon funktioniert. Allerdings, wenn ihr es wirklich serious meint, würde ich schon auf Gorillapod setzen, obwohl das jetzt, die Preise sind so hoch und ich würde euch auch nicht unbedingt empfehlen, dann das 3K hier zu holen, sondern wirklich das 3K Pro und da ist der Preis schon wirklich, ich glaube Straßenpreis war so 100 Euro ungefähr und das für so ein kleines Stativ, das ist wirklich teuer. Das heißt also, wenn ihr wirklich professionell machen wollt, professionell oder YouTube allgemein machen wollt mit einer etwas schwereren Kamera, dann würde ich das hier nehmen. Auf jeden Fall, beziehungsweise die Pro-Variante. 5K braucht ihr nicht, weil das ist schon ein bisschen übertrieben. Also wenn dann die 3K Pro-Variante. Die anderen Sachen würde ich wirklich nur benutzen, wenn ihr ein Handy benutzt. Aber ich sag mal, wenn ihr ein Handy benutzt, würden auch sowas hier reichen. Ne? Aber ja gut, dann nehmt lieber das. Das kostet vielleicht 5 Euro mehr oder 10 Euro mehr. Dann würde ich lieber das hier nehmen. Das kostet, glaube ich, 25 oder 20 Euro bei Amazon. Und die Dinger hier 10. Also dann macht lieber 20 Euro. Dann bleiben wir einfach nur bei diesen beiden Sachen hier. Wenn ihr Sachen hinstellen wollt, ab der A6000, A6500, A7, A7 III, A7R, bla bla, auf jeden Fall Joby Gorillapod.
Ich bin jetzt nicht von denen gesponsert oder so. Ich habe ja auch mega viele Kritikpunkte dran. Und es tut mir auch irgendwie im Herzen weh, das zu sagen, dass ihr so viel Geld ausgeben sollt, weil ich ja eigentlich nicht so der Fan davon bin. Aber in diesem Fall sage ich, es ist doch die bessere Investition. Und dann wirklich noch ein paar Euros mehr in die Hand zu nehmen und nicht dieses Ding hier zu nehmen mit dieser Schnellwechselplatte. Oder ihr macht es ganz anders. Ihr habt noch so eine Schnellwechselplatte, nicht so, so einen Kugelkopf mit einer vernünftigen Schnellwechselplatte zu Hause rumliegen. Dann würde ich euch empfehlen, einfach nur das hier zu holen. Ne? Ohne den Kugelkopf und euren eigenen Kugelkopf zu benutzen. So, das war es jetzt auch mit dem Video von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar da, ein Abonnement da, Abo-Glocke, Like, ihr wisst Bescheid. Das geht raus an meinen Kollegen IT Energy. Der macht richtig coole, ja, was macht der eigentlich alles? Reviews, Unboxings, noch mehr Reviews, Hands-ons, nützliche Tipps, Tutorials, eigentlich was das Tech-Herz begehrt. Checkt den Dude unbedingt mal ab, hat jetzt gerade die 1K geknackt. 1K, jetzt bin ich schon in der Gorilla-Pod-Sprache. So, jetzt war's aber wirklich mit dem Video. Haut rein, macht's gut. Ciao.